90 Euro. Was? Das ist unser neues Crewmitglied. Wir hatten eine super ruhige Nacht vor Anker, wie man auch sieht, gar kein Wind. Vor was anderes vorhergesagt ist, mal gucken, ob wir hier nur so geschützt liegen oder ob wir draußen auch keinen Wind haben. Heute müssen wir einen ganz langen Schlag machen. Also lang für dafür, dass man durch Schären segelt. Ja, wir haben noch über 40 Meilen bis Hanko und da müssen wir morgen Abend sein, also in Hanko. Deswegen wollen wir heute länger fahren und wir morgen dann noch eine kurze Etappe zu fahren haben. Geht gleich los. Nicht können wir segeln, aber mal gucken, sonst ist es auch nicht schlimm. Laden die Batterien mal voll. Yes. Das ist eine schöne Bucht. Überall, wenn man genau hinguckt, sieht man so versteckte Saunahäuschen oder versteckte Anwesen. Ganz krass. Ja, super schön. Ist ein bisschen Wind aufgekommen und zwar 5 Knoten Wind. Wir segeln jetzt mit 2,5 Knoten und hoffen, dass es so weitergeht oder vielleicht noch ein bisschen mehr aufbriest. Aber es ist mal wieder richtig geil, dass einfach der Motor aus ist. Dieses Piep, wenn man den Stoppknopf rauszieht und einfach lossegeln kann und der Motor kein Geräusch mehr macht. Und vielleicht kriegen wir gleich sogar die Windsteinlage rein, sodass wir nicht mehr steuern müssen. Das ist nämlich immer das Blödeste beim Motoren. Also einmal das Laute und dass wir dann selber steuern müssen, weil unser Autopilot ja nicht geht. Deswegen müssen wir schon, seitdem wir unterwegs sind, seit einem Jahr einfach immer selber steuern, wenn wir Motoren. Das ist schon krass. Wird mal Zeit für einen Autopilot. Mega gut, Wind nimmt immer weiter zu. Vorhin sind wir tatsächlich 6 Knoten gelaufen, bei nur 10 Knoten Wind. Richtig stark. Sind jetzt seit 8 Stunden oder so unterwegs. Anna ist drin, macht Essen, guckt Bares Ferraris dabei. Hier in Finnland hat man nämlich unlimitiertes Internet für 30 Euro im Monat. Daran kann sich Deutschland mal ein Beispiel nehmen. Und natürlich Netzabdeckung fast überall. Irgendwo in den Sternen hat man super Netz. Das ist schon richtig cool. Zum Musikern, Podcasts, Filme gucken, alles. Videos hochladen. Ja, jetzt haben wir noch so 10, 12 Meilen bis Hanko. Mal gucken, ob wir das heute noch machen oder den Rest morgen. Julia kommt erst morgen Abend mit dem Zug an. Also können wir so frei entscheiden, wenn wir eine schöne Bucht finden, bleiben wir da. Sonst fahren wir weiter nach Hanko. Thank you.
Wir segeln gerade im Raumwind in so einem richtig anspruchsvollen Fahrwasser. Es geht die ganze Zeit irgendwie so zickzackmäßig. Und man fährt so nah an Felsen vorbei, es ist richtig untief an vielen Stellen. Aber es weht zum Glück auch ordentlich, das heißt, wir sind schnell. Ja, ein bisschen zu schnell für das Fahrwasser. Ein bisschen zu schnell für das Fahrwasser. Da ist die Insel. Das ist schon krass. Da ist die Insel. Da ist die Insel. Ja. Wir sind raus aus diesem engen Fahrwasser und jetzt geht's in die Ankerbucht. Yes. Wie lange sind wir bitte schon unterwegs? Long time. Seit 20, also seit 10,5 Stunden oder so. 40 Meilen gemacht. Also richtig guter Schnitt. I'm proud. Und jetzt geht's ankern und morgen fahren wir dann in den Hafen und holen die Julia. Wir freuen uns schon. Juli! Juli! So, nach dem langen Segeltörn wird jetzt noch das neue Video geschnitten. In 3 Tagen muss es mal wieder online sein und wir sind ein bisschen knapp dran, weil zurzeit erleben wir viel. Im Winter war das alles ein bisschen einfacher, wöchentlich ein Video zu bringen. Aber natürlich schaffen wir das für euch. Ne? Ach ja, und Anna ist schon in der Koje. Die ist ein bisschen fertig vom Turn, zu viel Sonne oder so. ja, ruhen uns aus, dann geht's morgen weiter. Heute war ein sehr turbulenter Tag mal wieder. Wir dachten, wir gehen ganz entspannt hier verholen von unserer Ankerbucht in den Hafen von Hanko, um halt unsere Freundin abzuholen, die ja nach Helsinki geflogen ist, um uns zu besuchen und mit uns zu segeln. Ja, nichts da. In Hanko ist gerade die fetteste Regatta überhaupt, also die Regatta des Jahres angeblich in Finnland. Eigentlich sind alle Häfen hier ausgebucht, also die haben alle keinen Platz mehr. Und dann haben seit wir Jahresanfang ausgebucht. Ja. Und jetzt haben wir ganz spontan, als wir schon aus dem Hafen rausfahren wollten, noch eine freie Box gesehen. Sind da reingefahren und zum Hafenmeister direkt gelaufen und haben gesagt, so, ey, Platz 4 ist noch frei und so. Und er so, ja, ist frei. Kostet 90 Euro. Was? Aber egal, wir müssen hier halt unsere Freundin einsammeln und wollen jetzt eigentlich dieses Regatta-Fest, also diese fette, fette Party hier nicht verpassen. Sind jetzt also für 90 Euro mit dabei. Ich backe jetzt schon mal einen Brotteig fürs Katerfrühstück. Und dann geht's gleich los. Ab in die Menge, oder? Ja, und Julia erstmal abholen. Hoffentlich kommt ja, die an. Vom Bahnhof müssen wir sie auch noch abholen, stimmt. Yes. Das Brotrezept haben wir übrigens von Olli und ist super easy. Wir haben das schon mal bei Instagram gepostet. Man braucht einfach nichts beachten. Man braucht keinen Mixer, man muss das nicht mit den Händen kneten. Man muss es nicht warm stellen, dass die Hefe aufgeht. Es ist so, so unfassbar easy. Also das kriegen sogar wir hin.
Also wenn ihr das Rezept haben wollt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Es ist wirklich ein Lifehack. Da kann jedes andere Brotrezept für Boote einpacken. Wirklich. Ja, und und Monatsbudget für Hafengeld ist also jetzt auch aufgebraucht. Aber gut, ab jetzt nur noch ankern. Ist jetzt Monatsanfang, aber egal. Sehr, sehr gute Freundin, hey, von uns. Ich bin Julia und ich kann nicht segeln, aber ich kann seelischen Beistand leisten. Ja, sie begleitet uns jetzt die nächsten 1 bis 2 Wochen Richtung Helsinki. Ich denke, es wird ganz gut laufen. Ich bin gespannt. Danach ist sie ausgebildete Seglerin. Und was machen wir heute noch? Wir gucken Hanko an. Hier ist ja diese fette Party, haben wir das schon erzählt? Ja, ja, ne? Ja. Ja, und da wollten wir einfach mal gucken, was so noch so abgeht. Und heute Nachmittag werden wir dann weiter segeln. Ruhige und entspannte Ankerpunkt für das Hafengeld von 90 Euro wollen wir uns nicht nochmal leisten. Ja, okay, let's go. Wir sind jetzt in der Ankerbucht angekommen, sind glaube ich 12 Kilometer oder so weiter von Hanko gesegelt und sind froh jetzt einfach in der Natur zu sein. Und es ist so still und so ruhig hier und wir machen jetzt noch einen kleinen Landgang, sind mit einem Schlauchboot an Land gepaddelt. Morgen geht es dann weiter Richtung Helsinki. Wir fahren jetzt gleich in so einen schmalen Sund rein. Da wird schmal. Oh fuck! Alles gut.
Nicht zu viel? Alles gut. Alles gut. Ja, wir laufen einfach bis zu 6 Knoten. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel Segelfläche draußen. Aber passt schon. Gleich, also wir gehen davon aus, dass es gleich in dieser engen Stelle, in diesem Fjord halt mega geschützt ist. Und dann brauchen wir beide Segel voll. Und unser Windgenerator läuft da oben. Wir haben 14 bis 19 Knoten Wind. Und er macht einfach 0 Watt. Er macht einfach gar keinen Strom, weil wir vorm Wind segeln. Ja. Julia am Steuer. Das wird toll. Ich baue mir jetzt die Fock aus, weil wir eben genau den Wind verpissen. Was? Reicht. Wo ist der Baum? Hier. Julia, komm her. Zeig dir, wie das geht. Hier haben wir den an der Reling hängen. Da vorne ist der auch nochmal festgemacht. Dann hauen wir den auf Schlauchboot. Alles gut gegangen. Eigentlich tragen wir natürlich Schwimmwesten und leinen uns an, aber hier ist ja leichtes Wetter. Und dann kommt der hier. Oh Mann! So, jetzt ziehen wir das gleich raus und dann siehst du, wie das aussieht. Gleich. Geht ja nur nicht, oder? Muss der Backbord oder Steuerbord? Steuerbord. Okay. Julia, jetzt mache ich hier den Holepunkt. Danke, dass du mir das alles so erzählst und nicht den Leuten. Hier, guck. So, wir wissen auch nicht genau wie, aber so passt schon. Und dann setzen wir. Weit aus der Base, hier geht es einfach raus. Da vorne ist was am Pilot. Anfänger fehlt. Okay. So weit unten der Baum. Ja, ich war ja auch gerade dabei, ne? Rausholen. Ach so, alles klar. Alles klar, mega. Super, wir sind 1 Knoten schneller als vorher. Das wird auch noch mehr, glaube ich. Das fühlt sich richtig gut an. Jetzt kommt noch das Solarpanel richtig. Travi, what's up? Wir sind an einem wunderschönen Ankerplatz angekommen und ankern hier wieder nicht weit weg vom Hafen, weil wir haben da vorhin noch kurz unsere Trinkflaschen aufgefüllt. Und die letzten Tage sind wir durch diesen Sund gefahren, Branö-Sund oder so, blende ich euch mal ein. War super, super schön die Strecke. Wir sind froh, dass wir da lang gefahren sind und nicht außen. Außenrum ist bestimmt auch super schön, aber offenes Meer und so hat man eh immer noch. Julia gefällt das auch mega gut hier an Bord. Da sind wir froh drum. Jetzt paddeln gerade Julia und Anna zum Felsen da hinten. Mitten im Wasser wachsen ein paar Bäume drauf. Super klein. Den haben wir uns ausgeguckt und hoffen, wir können da grillen und werden nicht von irgendwelchen Vögeln angegriffen. Das ist hier nämlich des Öfteren mal so. Und in den nächsten Tagen geht es dann weiter nach Helsinki. Jetzt ist wirklich Hochsommer, 27 Grad. Wir waren heute über eine Stunde lang im Wasser geschwommen.
Unterwasserschiff sauber gemacht. Wir haben tatsächlich entdeckt, dass wir doch Pocken haben. Wir dachten ja, wir haben nur so ein paar Algen, so lange Fasern, aber wir haben tatsächlich auch echt Pocken. Wie ist das auf den Steinstellen? Ja, ich denke halt so, weil das muss. Wir sind eine Bucht weitergefahren. Wir sind immer noch in den finnischen Sternen unterwegs. Es ist nicht mehr weit bis Helsinki. Wir ankern heute vor dem offenen Meer. Julia, wie findest du das? Das ist mega. Was ist das für ein Frage? Julia, wie gefällt dir bisher so an Bord? Ich fühle mich äußerst sicher bei Marlene und bei Anna. Wir sind den ganzen Tag am Schwimmen und heute ankern wir vor dem offenen Meer. Und ich bin gespannt, was hier noch die Tage so erleben werden. Es ist auch gerade super, super heiß. Die letzten Tage waren immer über 25 Grad. Im Boot kühlt es gar nicht mehr richtig ab. Und wir sind eigentlich eigentlich nur noch im Wasser, oder? Oder am Kuchenbacken. Oder am Kuchenbacken. Denn heute gab es Apfelkuchen. Well now really, when we go back then to falling in love and say it's crazy. Falling. You see? We don't say rising into love. There is in it the idea of the fall. Taking this ghastly risk. Giving yourself up. Wir haben vorhin an dem Steg da vorne auf der Insel angelegt. Da durften wir aber nicht bleiben. Und jetzt sind wir an die nächste Insel gefahren, an den City Harbor. Und wir haben hier ein bisschen kompliziert angelegt. Aber jetzt bleiben wir heute Nacht hier. Und es ist mega schön. Ja, gefällt es dir? Ja, sehr gut. Nice. Und Anna, gehst du jetzt schön? Ja. Und das ist auch die Bucht, wo wir vorhin schon geankert hatten. Da mussten wir nur einmal nochmal umdisponieren. Yes. Einfach nur, weil es schöner ist. Dachten wir auf jeden Fall, das ist auch, oder? Das ist auf jeden Fall nice. Immer wieder nice am Felsen zu liegen. So, Anna, und jetzt gehen wir.